Ah, Miss Leighton, guten Tag. Booster, was für eine Überraschung, Sie hier zu sehen. In der Tat, weil es dazu beiträgt, Ihnen Angst einzujagen, Ma'am. Wie man hört, und sind Sie eine Verdächtige in einem Mordfall, Ma'am. Höchst besorgniserregend. Und die Betonung liegt auf erregend. Ja, bei ihm vielleicht. Oh, Sie haben schon davon gehört. Das ging ja flott. Sind Sie deswegen hier, um mehr zu erfahren? Nein, Ma'am. Miss Thea hat mich Vorräte kaufen geschickt. Mord ist ihr Hobby. Nein, ein unerhörter Vorwurf, Ma'am. Ich möchte Ihnen mein Mitgefühl aussprechen. Ich zweifle in keiner Weise an Ihrer Unschuld. Vielen Dank. Und das weiß ich, denn ich hätte Sie nehmen. Sehr nett von Ihnen. Ihnen nochmal? Was? Na, den. Bin schon zu Handy. Nein, also. Hä? Ich brauch deine Hand. Ach so. Ich weiß, dass Sie nicht die Mörderin sind, Signorina. Hoffentlich klärt sich das alles bald, damit wir wieder alle wieder ein wunderschönes Lächeln genießen können. Ihr. Was? Ihr Lächeln. Ach, ihr Lächeln. Ach so. Und die da hinten kann man leider nicht ansprechen. Nee. Oh. Sieht niedlich aus. Kling. Okay, zumindest haben wir es bisher geschafft. Hätten die nicht lieber weiterrennen sollen, anstatt sich zu verbarrikadieren? Mhm. Verstoßen aus unserem Rudel. Wie konnte es nur so weit kommen? Jetzt sind wir auf der Flucht. Oh, schau doch. Jerry und Terry sind beide da. Fragen wir sie doch, ob ihnen was von uns... was für uns einfällt. Vielleicht wissen sie ja, wie wir uns unbemerkt von hier... Ich halte dann mal auch den Namenstext zu. Für den Fall. Na, du siehst jetzt beide. Kannst mir bitte sagen, wer von beiden welcher ist. Okay. von hier entwischen können, ja. Ja. Also. Ich sage, der da, ja, mit der Kochmütze, ja, das ist Jerry. Und der andere? Oh, hat ein Rätsel! Und der andere ist dann Jerry. Nein, Terry. Ja, ist richtig. Aber du weißt schon, wieso ich die Stimme so... Ja. Diesmal ist es nicht nachträglich eingefügt. Nein. Wirklich nicht. Und das erste Mal war es auch nicht. Boah. Ja. Oh, die Frau Detektivin, ich und mein Bruder haben schon, uns schon Sorgen gemacht. Sie sind eine Mörderin, die Polizei behauptet es. Sie sind eine Mörderin. Ich weiß, deshalb musste ich ja auch weg von da. Aber jetzt sind wir auf der Flucht. Okay. Nein, ja, aber wir wissen, dass sie niemanden töten werden. Außer vielleicht für eine unserer Torten, aber das würde jeder. Danke, es ist so schön, dass die Leute mir glauben. Wir wollen ihnen helfen. Die Polizei ist hinter ihnen her, Bruder. Ist hinter ihr her, Bruder. Wie könnte sie am besten entkommen? In einer Torte versteckt. Nackt. Nein, ja, ich hätte da eine Idee. Oh Gott, nein, jetzt ein Rätsel, bei dem muss nicht noch nur umschalten. Rauskommt. Oh ja. Ah, das haben wir gar nicht gemacht bisher, oder? Ich glaube nicht. Ups, ah, ich hab gemerkt, da ist noch was falsch. Scheibenkleister. Oh, das ist ja jetzt mies. Ich muss da mal schnell was einstellen. Ja. Und mit schnell meine ich sehr langsam. Ich glaube aber, dass das ziemlich einfach gehen wird, wenn ich mir mal die... wie war denn das? Ich guck mir das nochmal hier an. Wie ist das zugeschnitten? Wo ist Transformieren? Da. Transformation. So. Dann nutze ich mal kurz die Chance und verschwind mal kurz. Ja, dann mach das. Also 1140, 31, 38.
So, und ich löse dann auch gleich schon das Rätsel. Nein, tust du nicht. Tue ich wohl. So. Nee. Nee, das kann nicht hinhauen. Okay, was, wenn ich jetzt einfach mal... Nee, ich gehe mal in die andere Richtung mit dem Beschneiden. Das könnte jetzt ein wenig dauern, wenn das wirklich in diesem Tempo weitergeht. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dauert jetzt etwas. Okay, ich kann das schneller haben. So, wenn ich jetzt das mache und dafür ein bisschen noch mehr wegschneide. So, ungefähr so. Das Ganze langziehe. Irgendwas sagt mir, dass das dann oben und unten noch anders sein muss. Da. Und... Ups. Da. Das zu beschneiden ist echt gerade ein bisschen mies, aber ja, sieht so halbwegs danach aus, als ob das passen würde. Vielleicht nicht auf dem Pixel genau und nicht zu schön, aber ja, reicht erstmal damit. So, und außerdem, hier könnte ich natürlich auch transformieren, so, dann... So, dass die übereinander liegen am besten. So, links was wegschneiden. Ups, ja. So. Kann sein, dass das schon so mehr oder weniger stimmt. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich guck mal, was passiert, wenn... Ja. Nee, das hat schon hingehauen ungefähr. So, jetzt muss ich auch wieder oben und unten schneiden. Das war wieder das. Und jetzt, jo, auf jeden Fall haut so hin. Und bei dem ersten Rätsel hatte es tatsächlich Vinti schneller. So. Ja, ich hab mal ein bisschen rumgespielt an den Fenstern hier vom Emulator und deswegen ist das ein wenig merkwürdig gewesen. So, jetzt, wir können wieder! Hallo! Die Einstellung ist das wahre Rätsel. Ja, ich hoffe auch. Unglaublicher Durchbruch. Was mache ich jetzt? Schneide ich das raus oder lasse ich das drin? Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn das rausgeschnitten ist. Nein, das ist ja live. Ich kann das jetzt gerade nicht rausschneiden. Aber ich könnte es später, wenn ich es rendere, rausschneiden. Vielleicht lasse ich es auch. Vielleicht mache ich's. Schwierig. Das Problem ist jetzt muss ich warten, weil ich kann mir ja nicht das Rätsel schon angucken. Bitte komm wieder. Sonst mache ich das für dich mit. Und dann habe ich es auf ihrem schneller als ich und dann hat sie den Punkt. Weil ist ja so. Weil ist ja immer so. Jetzt in den letzten Rätseln. Ja, auf jeden Fall, ja. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt mal in den Chat gucken, falls jemand da was... Kriege ich einen extra Punkt, wenn ich mich dran... wenn ich tatsächlich es rausschneide, Kira? Beziehungsweise ich werde es dann nicht rausschneiden, ich werde es schon rausschneiden, aber ich werde es sicherheitshalber abspeichern, damit ich einen Beweis habe, ob ich einen extra Punkt bekomme, weil wenn ich das dann einfach nur so behaupte, dann vielleicht ist mir nicht genug, nö, dann schneide ich es nicht raus. Puh. Mal sehen, was könnte ich jetzt machen, solange ich noch allein bin? Da, da, da. Ja.
Was machen wir jetzt, Herr Professor? Kann ich das noch lauter stellen oder muss ich das überhaupt lauter stellen? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an, Mann. Ja, Soundmark. Oh, ich hab schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Soundmark zu erstellen, so richtig so Siri oder Alexa-mäßig. Geht das eigentlich? Gibt's irgendein Programm, mit dem man so eine Stimme mit ganz vielen Soundfiles irgendwie zusammenbasteln kann? Aber wisst ihr was, wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich euch mal ein Spiel zeigen, was ich jetzt momentan richtig geil finde. Ich bin ja so ein Sport-Junkie. Nicht so mit Fitnessstudio, das finde ich völlig blödsinnig, Banane und so. Aber ich stehe auf Spiele, bei denen man tatsächlich Sport machen muss. Und jetzt habe ich so eins gefunden für Virtual Reality, das ist richtig geil. Wenn ihr euch das mal anschaut, so Trailer-mäßig oder sowas, das nennt sich Sprint Vector. Und das ist so ein Spiel, bei dem... ich fühle mich manchmal so, als hätten die da, weiß ich nicht... Ist ja auch egal. Was? Nichts. Ja. So, auf jeden Fall, du bist wieder da. Ich habe das Rätsel noch nicht gesehen. Und ja, und ich denke mir gerade... Okay. Dass ich nicht geschummelt habe. Ich hätte es ja schon lösen können und jetzt sind wir immer noch an der Stelle. Du wirst es nie erfahren. Ja, lass mich raten, du hast es gemacht und dann hast du den Rätselindex das aufgemacht. Dann würde ich am Ende keine Pickerad kriegen, möchte ich meinen. Mhm. Dein Shirt FTW. Warum? Sachtendocast. Ich finde dein Shirt auch schön. Ich mag mein Shirt. Ja, das ist nämlich das Lieblingsshirt. Ja. Das Lieblingsshirt. Ja. Ich sag nur das. Ja. Das eine. Ja, ich war beim Friseur. Schön, ausgefallen. Du warst beim Friseur, jetzt fällt mir das auch auf. Oh, toll. Also, hör ich. Okay. Wann warst du da? Da hast du schon mitgekriegt. Okay. Wenn andere Leute mitkriegen, dass du beim Friseur... Ach du Schande, Leute aus der Minecraft-Gruppe. Nein! Na, wie auch immer. So, dann muss ich jetzt beweisen, dass ich gut bin. Los. Jo. Findest du durch das Labyrinth, um vom Startpunkt links unten zum Ziel rechts oben zu gelangen, musst du eine Stelle der Mauer durchbrechen. Oh. Schiebe den Kreis über das Stück der Mauer, was deiner Meinung nach zerstört werden muss. Da ist... Okay, solche Rätsel zum Frühstück. Man nennt mich nicht umsonst Sherlock Holmes. Ja, weil Sherlock Holmes wäre rechtlich geschützt. Von der Sherlock Holmes Foundation oder was auch immer. Ja, stimmt, das ist nicht Viereck, das ist Kreis. Jo. Auf jeden Fall, geschafft. Aber ich find's schön, wie du das so richtig schön, so professionell angehst auf deinem Bildschirm. Mhm. Also das ist ja das, was ich sonst immer machen würde, aber diesmal, also ich habe selber drüber nachgedacht, aber ich dachte, nee, komm, jetzt machst du auch mal was ganz schnell. Ist aber schon mal die richtige Idee, einfach bei beiden irgendwo hinzugehen und dann sieht man es am Ende, ne? Ich sag mal so, ich hab's auch nicht anders gemacht, ich hab's nur halt im Kopf irgendwie versucht mir zu merken. Ja. Beziehungsweise hab so eine Stelle gefunden, die sah nicht schlecht aus und hab dann von der anderen Seite ausgeguckt, ob's stimmt. Nee, schön. Dann Punkt für mich ausnahmsweise mal. Moment. Ausnahmsweise.
Moment, echt? Ich habe so viele Punkte, aber was ist mit dem letzten Punkt für Vinti? Habe ich in der letzten Eigentlich Aufnahme... Eigentlich müsstest du nur zwei jetzt so vor sein. Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht. Oh Mann. Hm. Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er wie ein drittes Bein. Nein, das ist was anderes. Okay. Was für ein Durchbruch. Du hast den Weg durch den Irrgarten gefunden. Das ist offenbar eine Art Schatzkammer.